Hallo schön Leute und willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 im letzten Part. Sind wir wieder nach Port Royal gegangen und sind dann mit Elizabeth und Jack Wildholen gegangen, der auf der Isla de Muerta war. Und draußen scheint jetzt irgendeine fiese Kreatur zu sein. Und die Organisation 13 ist wieder im Spiel. Und das hier ist kein Passagierschiff. Es war also die Organisation. Wir kümmern uns um ihn. Die Dunkelheit in den Herzen der Menschen, die sie zu diesen verwunschenen Medaillons hinzieht. Und dieser Herzlose hier, die Habgier in Person. Ich frage mich, ob sie würdig sind, der Organisation 13 zu dienen. Darauf hast du jetzt eine Antwort? So ist es. Jo. Okay, dann hauen wir diesen Herzlosen kaputt. Das ist anscheinend die Kreatur, die Will verfolgt hat und die seine Kollegen, wo noch er übrig geblieben von ist. Okay, dann komm her. Nimm das. Ein Abschlussangriff reicht, finde ich. Also für jetzt. Später kriegt man die Ability auch noch so. Aber guck mal, was ich für einen Schaden reinhauen mit dem Schwert allein schon. Auch wenn das nur so stark ist wie Donnerrose, aber es hat einmal die Punkte. Und es hat eine längere Reichweite. Ey, kommst du zurück? Du brauchst mich nicht abzuhauen, hat keinen Sinn. Ich verfolge dich auf Schritt und Tritt. Ich habe nämlich die Luftsprung, womit ich nochmal schneller bin. Zack, zack. Und diesen Angriff mache ich halt immer, weil ich dann mehrere Schläge machen in der Luft. Hier, da mache ich dann nochmal... Ey, was sollte das denn jetzt? Yeah! He's dead. Und jetzt kommt gleich wieder eine Tatsi. Und sei es halt für mich. Und jetzt zu dir. Werft ihn über Bord. Ei, ei. Perle! Wie bitte? Perle? Das entstammt dem Piratenkodex. Wenn ein Gegner wünscht zu verhandeln, darf man ihm nichts antun, bis die Verhandlungen abgeschlossen sind. Wir haben keine Zeit für Regeln. Stimmt, aber als ehrenwerte Piraten halten wir uns immer an den Kodex. Meinetwegen. Also raus damit. Ich übergebe euch diese Truhe und entschuldige mich aufrichtig. Überraschend entgegenkommend von dir. Und was willst du dafür? Nur ein paar hiervon. Als Erinnerungsstücke. Was? Oh nein, wir können den Fluch aber nur aufheben, wenn wir alle Medaillons haben. Gleich weißt du, was passiert, wenn man einen Kuhhandel mit Piraten macht. Ah. So, Donald, Goofy, los! Huss! Du hast schon wieder ein Medaillon geklaut. Und wann hätte ich das wohl anstellen sollen? Wieso? Bist du jetzt plötzlich ein Skelett? Vielleicht hat ja ein bisschen Fluch den Besitzer gewechselt beim Kampf gegen dieses Monster. Aber wieso ist an euch dreien noch Haut dran? Weil wir das Tiere sind. Was schaust du mich so an? Das löst noch immer nicht das Geheimnis. Du
Donnerwetter! Vielleicht sind wir deshalb unversehrt, weil wir nicht aus dieser Welt stammen. Ja. Wir gehören hier nicht her. Wann sind wir bloß wieder zu Hause? War bloß ein Scherz. Gut, dass der Fluch nicht auch uns traf, was? Nicht festquatschen, Freunde. Wir brauchen dringend einen schwimmenden Untersatz. Ja, okay. Ey, ich will da nochmal rein. Ah, ich bin hier drin. Weil hier Kiste. Okay. Einmal Federamulett, damit können wir jetzt Peter Pan beschwören. But we don't need him. Beschwörung setze ich sowieso kaum ein, weil ich sie nicht brauche. Ganz ehrlich. War hier nicht noch eine Kiste? Anscheinend nicht. Okay, dann gehen wir weiter. Dann gehen wir ein Ründchen weiter. Ja, super Piraten. Ignore. So viel ich weiß, gab es hier aber auch noch ein Rezept. Ah, wir haben es schon. Wir haben das Rezept. Das ich gemeint habe. Und tschüss. Niemand braucht euch. Hör mal. Her damit. Hatte ich auch vor. Und diese Niemande können ein Schild für Goofy fallen lassen. Das ist, der ist aber sehr selten. Genau wie die Niemandslanze. Das sind sehr seltene Objekte. Von daher dauert das doch länger, bis man die hat. Aber wenn man die hat, braucht man erstmal keine neuen Waffen für sie zu kaufen. Außer die besten halt, die man sich herstellen kann. Fehlen noch drei. Woher weißt du das? Ein Pirat muss die Augen offen halten, sonst erleidet er rasch Schiffbruch. Klar soweit? Ja? Was ist das? Ahoi, Freunde! Diese Frau hält sich wohl für eine Piratenbraut. Verwunschenes Medaillon. Schiffsfriedhof. Okay. Bin ich sofort wieder auf dem Schiff? Bitte nie. Jack, was ist passiert? Das ist ja grauenhaft. Ein Safe State ist passiert. Ah, und wem habe ich das zu verdanken? Jedenfalls nicht Elizabeth. Der Organisation 13. Die stecken hinter all dem. Wo sind sie wohin? Der Mann mit der Kapuze hat die Piraten und seine Kreatur mit in ein seltsames Loch genommen. Wir haben aus dem Kapitänsquartier gesehen, wie sie verschwunden sind. Sie zu bekämpfen ist euch wohl nicht in den Sinn gekommen? Ich bin kein Narr. Ich wusste, dass ich nicht gegen sie ausrichten kann. Dem ist wohl so. Sora, ich denke, wir brauchen eure Hilfe. Alles klar. Wir müssen zuerst die Medaillons finden. Ohne sie kann der Fluch nicht gebrochen werden. Und die Kreatur bleibt unverwundbar. Stand da oben jemand? Jedenfalls gehen wir jetzt als erstes auf den Schiffsfriedhof nochmal. In See stechen. Hoffentlich muss ich jetzt nicht kämpfen. Habe ich keine Lust zu. Nicht gegen Piraten. Oh Gott, wo? Nein, das war dumm. Das war dumm, 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 dumm. Das war sehr dumm von mir. Ob ich die Welt heute noch fertig aufnehmen kann, weil wäre ziemlich gut, weil dann kann ich auch ausfliegen wieder ein paar Sachen sammeln und so. Schmiedzeug. Da ist er. Was geht? Mir entkommst du nicht. Gib mir einfach mal Medaillon. Kiste. Aber die Tamin. Richtig nice. Da einmal zack. Meteorstab. Ja. Dich kann man irgendwie hier lösen. Einmal. Zack. Böh. Was auch immer das mir jetzt gebracht hat. Nichts. Einfach nur, weil man es kann.
Der Meteorstab ist halt eine optionale Waffe, eine Waffe halt für Donald. Kann man sich ja denken. Aber ihr seht, schwächer. Und was schlechter ist, nehme ich nicht. Ich meine, hier war noch einer. Ich denke ja, hier. 2 Minuten Zeit. Hallo, der ist da hinten. Warum so viel? Glauben die, ich halte mich mit den kleinen Fischen da auf oder erst vorher oder was? Ach nee, weil die Piraten das auch, glaube ich, noch klauen können. Okay, das letzte Medaillon ist auf der Isla de Muerta. Da begeben wir uns jetzt hin. Spring, Sora. Geht ja recht schnell. Mit meinem Luftsprung und so bin ich ja sowieso schneller. Hui! Also, ist es sehr nützlich, seine Form zu leveln. Allein, weil ich auch noch gegen Sephiroth kämpfen werde in dem LP. Da ist es für mich, finde ich, wichtig, die Form zu haben. Also mindestens Sportsfreund und Luftsprung. Ist wichtig. Und tschüss. Und Ausrüstungsgegenstände, die Dunkelschaden schwächer machen. Kurz hier safen. Regulär Speicher muss ja auch nochmal sein. Und raus hier. Bestimmt nervt euch jetzt, du springst ja nur noch. Geht ja auch schneller. Könnte ich fließen, würde ich noch fließen. Das ist mein Ernst. Isla de Muerta. So. Hier ist jetzt der letzte Niemand. Einmal hier lang. Danach haben wir nämlich auch alle Medaillons. Schneller. Schnell. Und jetzt ab nach Port Royal. Macht 4 Medaillons. Wir haben alle beisammen. Aber wo ist die Truhe? Finden wir den Mann mit der Kapuze, finden wir auch sie. Wahrscheinlich in Port Royal. Wieso dort? Die Organisation ist hinter den Herzen der Menschen her. Also wird sie dort sein, wo viele Menschen sind. Tun sie den Bewohnern was an? Nein, sie bringen ihnen Blumen mit. Ich weiß nicht, wer diese Organisationstypen sind, aber ich lasse auf keinen Fall zu, dass sie hier weiter ihr Unwesen treiben. Jack! Ja, legen wir ihnen das Handwerk. Meine Rede. Dann hart beidrehen und nichts wie los! Aber erst im nächsten Part. Also... ich würde mal sagen, ich bereite mich jetzt auf den nächsten Bosskampf vor. Also dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.